Ja, wir lachen uns zur neuen Folge von Ark. Hallöchen. Oh, ich habe gleich zu Anfang mal ein paar Lecks. Ja, wir hatten gerade zweimal die drei. Das ist also sechs. Da war ich irritiert. Ja, Ja. die typischen Probleme von Let's Player. So. Ja. Ja, wir sind Hier wieder seht ihr da. gerade schon zwei Neuerungen. Einmal die Wumme. Ich habe schon mal eine. Rest wird heute besorgt. Und da hinten ein Mammut. Sven kann es mal wieder nicht sein lassen und muss natürlich zwischen den Aufnahmen spektakuläre Dinge tun. Das war gar nicht so spektakulär. Von uns hat doch niemand einen Mammut gezähmt. Das war das erste Mal. So was nimmt man auf. Also, ihr wisst alle, deabonnieren. Nö. Nee. Nee, also nee. Nee. Nee, so. Ja, aber bitte nicht auftauchen. Gut. Und übrigens, das Schaf hier vorne, das dreht sich jetzt schon eine halbe Stunde im Kreis. Ich bin ja versucht, das Ding anzuboxen. Ungefähr so. Ja, komm schon. Alter! Wo ist es? Und wer muss es Licht? Das Licht hier unten. Mein Wolf verspeist es gerade. Nee, das liegt im Wasser. Das liegt noch weiter unten. Ach toll, 7 mal Fleisch, 15 mal Hai. Das war ja 4. Rest hat wahrscheinlich Wölfchen im Magen. So, was wollen wir heute tun? Wenn in der Aufnahme bitte die Mobiltelefone ausschalten. Nee, ich bin wichtig, das geht nicht. War das meins? Ja, meins war es nicht. Meins auch nicht. Ich habe kein Smartphone. Ja, gut, ich denke das nächste Mal dran. Wir hätten hier jetzt schon wieder. Da. Wir dümpeln Ach, hier da durch die seht Gegend. ihr mal, mit was wir uns hier rumschlagen müssen. Das ist unfassbar. Hier ist noch was zu essen. Irgendeiner muss da noch Spark Powder draufschmeißen. So, ja, bevor wir uns weiter hier. Ne? Ja, Schuldzuweisung und sowas können wir später machen. Genau, genau. Das, Was hatten wir heute geplant? die Peitschen, die holen wir mal nach den Aufnahmen raus. Ja, Oh ja. ich kraft in Henne Keule. So. Das stimmt. Ja, das habt ihr, also zumindest bei mir habt ihr es noch gar nicht gesehen. Wir haben neue Dinge, wo ich der Meinung bin, das gab es vorher noch nicht. Wir haben hier zum Beispiel einen Wooden Club. Damit ziehe ich Potzer abends immer ins Über, wenn er mal wieder, ne, Vielleicht ins werde ich Bett schlafen kommt. können. So, wir haben jetzt Stühle. Wir brauchen Stühle. Genau, hier ist der Stuhl. Ja, habe ich schon Wir gelernt. haben Alles kein Thema. jetzt Auch schon, auch ja. Grabsteine. Basic Gravestone. Ja, die sind auch seit dem Winter-Update schon drin. Hatten wir nur nicht, bis jetzt noch nicht drauf zu sprechen gekommen. Ich bin der Meinung, dass nicht drin war. Doch, Okay. doch, 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 glaub mir. Wir haben jetzt Backseife sozusagen. Damit kann man sie einschmieren, dass die Käfer eigentlich mal auf den Keks gehen. Finde ich persönlich sehr geil. Ne? Ja, Hotze, wie oft hatten wir das in letzter Zeit? ja, die nerven ja richtig, diese scheiß Vier. Ja, das So, kommt bei mir dann Trophy wahrscheinlich Base. erst, ne? Ja, das habe ich auch schon, aber der Rest, der kommt bei mir wahrscheinlich erst mit dem Level, nehme ich jetzt an, Mann, ne? Ja. Trophy Base ist jetzt was, da haben wir uns letztens noch drüber unterhalten. Und zwar ist das, um jetzt zum Beispiel die T-Rex-Arme, also die Trophäen quasi, endlich mal aufzustellen. Haben wir letztens schon drüber gequatscht, dass die Trophäen eigentlich sinnlos sind, man sie sich gerne hinstellen würde. Kaum gesagt, ist es schon da. Also finde ich gut. Obwohl ich es lustiger Sehr. gefunden hätte, hätte man sich damit was craften können oder was Spezielles. Aber gut. Ja. Ist allerdings, habe ich schon gelernt, kostet 80 Obsidian, finde ich persönlich, dafür, dass man sich nur hinstellen kann, schon ein bisschen verschämt. So, Ballista Turret und Ballista Bolt, also die Kanone plus Pfeil oder plus Bolzen. Haben wir sonst noch was Die Neues? Smoke Grenade war auch noch dabei. Ja, die hatten wir schon, das weiß ich Nee, noch. da gab es aber eine neue, eine Poison Narcotic Smoke. Grenade, ja, die Poison Grenade, genau. Die Ah, okay. Giftgranate irgendwie. Okay. Irgendwo muss die sein. Ich weiß jetzt nicht genau wo. Ich suche auch gerade. Oder sie kommt erst noch bei uns. Also vielleicht haben wir das Level noch nicht erreicht. Das Doch, das habe kann. ich schon. Ich hatte die eben auch schon sichtbar. Oh. Da muss ja weiter oben sein. So, das ist auch neu. Canteen. Und Die ist zwar nicht können wir neu. damit. Hä? Natürlich. Das ist die Feldflasche. Nee, die Feldflasche ist der Waterskin. So, dann Nein, kommt Water Jar und dann kommt die Kantine. Ja, die gibt's ja schon ewig. Was? Die kam schon mit dem Fabricator, die haben wir nur nie hergestellt. Die habe ich schon länger gelevelt, also ausgerüstet schon. Na ja, ist ja gut. Kacke. So, und natürlich haben wir jetzt hier Safe und so, aber das ist ja schon ein bisschen älter. Und Fahrstuhl.
Aber ich denke, das werden wir in der kommenden benutzen. Also in dem Let's Build Extreme, was wir übrigens noch nicht angefangen haben. Wir schämen uns. Ja, aber du momentan, ja, ich habe momentan, ich habe so viel zu tun. Das ist unfassbar momentan. Ja, aber das sagt er jedes ändert Mal. Sich auch wieder. Und da wir so viel zu tun haben, sollten wir dann mal anfangen mit heute, wa? Genau, so, ich schnapp mir hier die vier von der Tankstelle und fliege da oben auf den Berg und hol ein bisschen. Was? Lauf damit. Das hat schon mal böse geendet, weißt du das nicht? So, und schnapp mir da oben, flieg da oben hin und schnapp mir, hol mir hier, ne? Ihr wisst Metall. Schon. Ja, Metal Ingot. So, ich zähme währenddessen, Ihr zähmt währenddessen ein bisschen Chitin, genau, das brauchen wir nicht. So, ich bin weg. So, Chitin, was nehme ich denn da am besten mit? Wolken. Ja, was nimmt man da am besten mit, ja? Muss die Frau herkommen? So, nochmal einen schönen Panoramablick über die Basis. Ich bin ja immer noch der Meinung, unser Haus im Vergleich zur Brücke sieht total mickrig aus. Halt zumindest von oben. Wo ist eigentlich mein Rudolf? Der ist weg. Hab ich gehabt. Oh, verdammt. Lecker. Alter, lass mich doch mal ausparken hier. Verdammt. Was macht ihr denn da unten? Oh. Wir hängen uns in Dinos fest, so. So, ich guck nur mal kurz in die Flasche, wie spät hat er. Ja, ist Zeit. So. So, da unten gibt es auch gerade wieder Action. Kämpft jeder mit jedem. Ich glaube, da haben es schon wieder, also zumindest ein T-Rex hat es schon wieder so ein Weekly abgesehen. Ja, ich finde das immer lustig, wenn die T-Rex sich mit den Mammuts da hinten anlegen und dann voll auf die Fresse kriegen. Wo ist Rudolf? Ja, so ein scheiß Säbelzahntiger, den besorge ich mir auch noch. Also versuch, ich nehme mal Dr. Soldberg mal mit, ne? Das ist, ach, T-Rex, ja, dann nimm mit. Oh, muss jetzt erstmal überlegen, was das ist. Oh, wieso hänge ich denn schon wieder fest? Was ist denn hier los, ey? Hallo. Das ist doch nichts im Weg, ey. Ja, ist Rudolf. Alter, das ist doch nicht wahr, ey. Also Rudolf steckt mit dem Kopf im Arsch von Doris. Wenn man jetzt mal das Bild weglässt, dann könnte das ganz spannendes Let's Play werden. Nein, also ich habe das ja jetzt gerade hier als Bild. Jetzt ja, aber ich sag, wenn man das nur akustisch quasi mitkriegt. Okay, mal ein kleines Info zum dem letzten Update. Da scheint ein bisschen was an der am Folgenstatus der Dinos geändert zu haben. Die kommen viel zu nah dran. Aha. Also sobald ich irgendwie ein Stück weit weg bin und sag hier folgen, rennt er mir in den Dino rein, dem er folgen soll. Das ist ja unglaublich. Deshalb aber nicht. Ach, dann nehme ich mir... Dann lasse ich die T-Rex einfach hier stehen, ey. Also. So, dann sag mir, was ich mitnehmen soll aus meinem Fuhrpark. Also wir brauchen nur Keratin besorgen, also. Keratin oder Chitin, also beides geht. Heißt, entweder Trikes, Schildkröten... Bugs sind natürlich immer am geilsten, ne? Käfer. Genau. So, Legolas. Legolas, kommst du mal? Das wäre herzallerliebst. Da das Folgenfeature scheinbar ein bisschen defekt ist gerade, nehme ich jetzt einfach nur meinen T-Rex. Das sollte auch reichen. So, Das ist jetzt nicht so geil. Ist ein Stamina. Ja, warte mal, ich guck mal, was mein Mammut tragen kann oder mein Pferd tragen kann. Mal schauen. Der kann 593 tragen. Und das Hörde, das kann tragen 540. Zack. Ich nehme auch mein Rex mit. Otze, wo bist du? Ich tackle dir am Strand entlang gerade. Also, Alter. Hi ho. Basu hat einen dicken Po. Woher weißt du was? Aha. Gab Stegos auch irgendwie Keratin oder so? Ja. Stegos? Keine Ahnung.
Das kann ich dir beim besten Willen nicht. Wir können es testen. Jetzt test. So, 200. Ach komm, du kannst auch noch ertragen hier stehen. Nee, halt. Zweimal Keratin. Na, gerade also. Mal. Das lohnt sich ja nicht allzu sehr. Na gut, Keratin ist aber schwer ranzukommen, muss man sagen. Ja, ich muss jetzt erstmal hier schon wieder rausschmeißen. Aber Prime Meat war es jetzt. Volle Hütte hier. Meine Fresse. Jetzt sollten wir einfach nur mal ein Bronto oder so killen. Die haben gar kein Keratin. Wenn du Hide und Fleisch haben willst, ja, aber. Drop die Scheiße, like it's hot. Kann es sein, dass ich gerade einen Dodo zerquetscht habe? Einfach nur mit den Füßen? Ja, manchmal geht das. Mit dem T-Rex geht das zum Beispiel. Ist auch schon passiert. Steht da nur Killed Level irgendwas. Du denkst, hä? Na, 7er Keratin, so eine Schildkröte bringt auch nicht gerade viel. Nee, das, nein. So, Evil Knievel, jetzt wirst du beladen. Oh, Alter. Oh, Argentavis Talon hat Evil Knievel noch in sich. Bär und Hyde. Wie soll ich jetzt Kampfmusik? Sven, kämpfst du gerade gegen irgendwas? Nö, nein. Also irgendwas kämpft hier. Ich hab Bäume umgelegt. Ja, ich auch, aber. Gegen mehr habe ich nicht gekämpft. Bist du noch ach, hinter mir, Hotze? Ach, hinter mir. Trilobites streuen hier durch die Gegend. Ach, ja. Da kommt das Hotze. Gottchen, ich bin ja wieder hier oben längs. Und sonst? Ja, achso, ja. Müssen wir ein bisschen. Ja, aber ja, mir ist jetzt gerade nicht so prickelnd. Ja, ist gerade ein bisschen still bei uns hier. Das ist so, ich guck mal, hier sind zwei Schildkröten. Oh Mann. Also ein Rex zu steuern ist echt manchmal ein bisschen mühselig. Ja, definitiv. Da sagst du etwas Wahres. Oh, Keratin, 6-mal. Ich möchte nicht wirklich scheiße klingen, aber ich glaube, wir brauchen irgendwie 200 bis 300. Wenn nicht sogar mehr. Ich glaube, würde ich böse. Übrigens ist es hier oben so gar nicht kalt. Das finde ich sehr geil. Hier ist sogar ziemlich warm. Dann ist ja gut. Ich sehe gerade nichts. Ich sehe wirklich gerade nicht, wo ich längs laufe. Ja, ein bisschen Urwald hier gerade. Huch, was ist das jetzt? Ich glaube, ich stehe im Wald. Ich glaube, ich bin gerade die Klippe runtergefallen. Ich glaube, ich bin durch. So. Lass mich durch. Nee, lass mich, Arzt, ich bin durch. Ah, was ist denn das hier für ein kleines Mistviech? Hau ab, weg da. Oh. War gerade im Berg. Das war nicht ganz so geil. Könnte mich mal ein Dino. Dankeschön. Komm her. Hopp. Du wirst es jetzt bestimmt nicht schaffen mit dem Scheißgewicht. Trikes bringen auch nichts, oder? Doch, bringen auch was. Okay. Aber ich lebe mich hier gerade mit zwei Schildkröten an. Ah. Verdammt, und die zweite hängt irgendwie unter mir fest. Ben, komm mal zurück. Bist du denn ganz entspannt? Alter, ich häng fest, Alter. Oh, Mann. Ich häng gerade unter zwei Schildkröten. Nee, die eine, die Schildkröte hängt am Bein meines T-Rex und der haut ihn gerade kaputt. Ja, ich bin schon auf dem Wege, es geht bloß nicht so schnell. Ganz ruhig. Aber kommt ja. Aber wenn ich die jetzt angreife, könnte ich deinen T-Rex. Warte, vielleicht krieg ich's hin. Okay. Puh. Boah, das war aber gerade nervig, ey. Was haben sie beim der Kollisionsabfrage echt ein bisschen blöd gepatcht? Aber das ändern sie nochmal. So, hinsetzen bitte. Oh. Ah. So, Rückwärtsgang. Heide Witzka. Ja, immer was los hier bei uns. So, Schildkröte und Trike. Dann wollen wir mal weitermachen hier.
Kaboom. Bang. Alter, lass mich da durch. So. Metal. Siebener Kerratin. Juhu. Upsala. Ich hab schon. Aber jetzt kommt gleich Mr. Bazoo wieder und sagt, wir brauchen aber. Wenn nicht sogar noch mehr. Der alle Spielverderber. Oh, Dodo, da stand noch ein Dodo rum, den habe ich gar nicht gesehen. Jetzt ist er platt, doch. Ja. Einmal Keratin, zweimal Keratin. Juhu. Also die folgenden Sendungen verzögern sich um. Oh, jetzt bin ich schon wieder. Nee, du bist, ne? Du bist irgendwas übergelaufen. Ja, über ein paar Dodos. Würdest du mal nicht so abfällig über diese kleinen niedlichen. Oh, hier drüben, Sven, ein Schweig und eine Schildkröte. Jupp, bin auf dem Weg. Oder zwei Trikes sogar, sehe ich da. Boing. Oh Mann, ich häng. So. Ja. Aua. Dafür 91 Mal Wurmt. Drop Item. Oh, ein bisschen geht noch. Ein bisschen geht noch. Oh, ich hab mal um Bash gekackt, wenn das okay ist. Ihr bekommt die Höhenluft nicht. Achtung, da kommt gleich eine Lawine runter. Oh, da hinten. Aha, hier ist ein Arsch voll Tiere. Oh, toll, jetzt bin ich wieder auf den Dodo getreten. Oh Mann. Mir tut das ja auch leid, aber. Ach, hör doch auf. Echt? Ein Dino will sie jetzt mit mir anlegen hier? Oh, ja, hab ich hier. Den mache ich mal als erstes weg. So. Das ist ein bisschen viel. Und den hier belassen. Schafft er das nicht zu tragen? Das hier wird sich. Das ist ein Blut. Jetzt habe ich aber auch gerade hier die blöde Kollisionsabfrage. Zur Not absteigen. Sonst haut ihr das Vieh das in Stücke. Lebt er überhaupt noch hier? Tatsache, warte. Soll ich den Rex mal bewegen versuchen? Nee, das ist schon tot, ist schon tot. Achso. Oh, 7-mal Keratin. Das war jetzt gar nicht mal so verkehrt. Ja, ich weiß, wir brauchen aber. Das Schweig hat ihm gar nichts gegeben an Keratin. Finde ich ein bisschen. Fünfmal, siebenmal. Yes, geht los hier. Ja, wir sollen aber auch nicht zu weit von unserem Lager weg, ne? Also. Aber gucken wir nochmal ein Stück weiter und dann. Bei mir kann sich das jetzt nur noch um Stunden handeln. Der letzte Vogel ist verdammt langsam. Na, hier kommt doch nichts mehr. Richtig, richtig langsam. So. Hab ich denn bis weiter jetzt? Hier. Gute Idee, guck ich auch mal rein. Der Rex hat 40 Keratin im Inventar. Ich 22. Also, ich hab 55 mal. Also insgesamt 62. Also ungefähr bei 110 sind wir jetzt. Ja, und 798.000 mal Fleisch. Da sehe ich noch einen Trike im Gebüsch. Ich gehe mal zurück, vielleicht sind ja schon wieder welche hier, die spawned. Ja, ich nehme noch das Trike hier mit und dann komme ich hinterher. Ich nehme das Trike noch mit, du sollst nichts zähmen. Oh, Hotzo, du zähmst jetzt kein Trike, oder? Nein. Boah, ich habe gerade einen schönen Ausblick auf... Oh toll, jetzt hänge ich wieder im Parasaufluss. Also, ah. Also, irgendwas stimmt mit der Kollisionsabfrage echt nicht.
Ich habe hier einen schönen Ausblick auf die Alpen, auf das Matterhorn, ja, auf den Fluss, wo das Blut rennt. Wir steigen auf das Matterhorn, mal von hinten, mal von vorn. Oh, oh, jetzt kommen die alten, schmutzigen Volkslieder raus. Ja. Das Strike hat jetzt auch nichts an Keratin gegeben. Ich muss sagen, ich mach richtig Laune, mit dem T-Rex hier durch die Gegend zu streunern. Ja. Mich ist kalt. Toll. Ich muss bei dem hier die Ausdauer noch leveln. Da ist ein Säbelzahntiger. Bei sogar. Ja, aber nicht jetzt. Obwohl, du könntest so umboxen. Die haben vielleicht auch wegen Stoßzähnen und so ein bisschen Keratin. Level 60 und was war der andere? Jupp, einmal Keratin. Ja. Da fliegt Kacke! Die Vögel lassen hier gerade ein paar Bomben fallen. Das ist, aber wenn es gleich von oben Kacke hagelt, bin ich überhaupt. Boah, der letzte Vogel ist langsam, ey. Ich brech tiefer. Tiefer. Oh, den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Seid ihr da, wo das pinke Licht ist, oder seid ihr schon ein bisschen weiter, oder? Nee, da sind wir gleich. Wir bewegen uns drauf zu. Von welcher Seite? Von Süden, würde ich mal sagen. Also von rechts praktisch. Also nicht von der Basis. Nein, jetzt, nicht. Jetzt kommt mein Special. Von hier. Ich will nicht mehr. Komm, das waren keine Spitzfindigkeiten. Die Zuschauer, die das noch wissen, die beneide ich irgendwie. Die haben die ganzen Folgen schon noch geguckt. Das ist, naja. Das waren die, die vom Jugendrichter dazu verknackt worden sind, ne? Ja, die kriegen Sozialstunden. Guck das, ey. Ach Mist, wir müssen eh nach oben. Entweder ihr macht 137 Sozialstunden oder ihr guckt euch die LPTs an. Alles klar, 137 Sozialstunden. Freiwillig. Denn ist da noch nicht mal was ordentliches drin. Ah. Ach, du bist am pinken Container jetzt? Ja. Okay. Da war nur für ein mittleres Pflanzbeet ein Blueprint drin. Ach, das habe ich gerade oben auf dem Berg auch gehabt. Das habe ich liegen lassen. Dann ist jetzt noch gekommen. Oh, ich sehe noch zwei Schildkröten am Strand. Hui. Töte sie! Töte sie! Wie würde ein anderer YouTuber sagen, Schildkrötenmotivation? Du scheiß Schildkröte, du! Ja, nee, ist klar. Also ich renne jetzt gerade hier durch die Gegend und guck, da kommt eine Schildkröte aus dem Wasser. Bei dir auch? Ja, wenn mein Dino dann erstmal fertig gekackt hat. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach ja, so ist das alles. Weiß ich nicht. Ich freeze. So, noch schnell Dodo das Leben gerettet. Das Leben gerettet. Ist nicht draufgelatscht, ne? Nein, aber ich hab den Dino, der gejagt hat. Jetzt kommt Sven von hinten, Flatsch. Wo ist denn der Dodo? Da, Unter deinem Fuß. Nein, ich bin ja schon gar nicht mehr in der Nähe. Ich bin ja schon ein bisschen weiter gegangen. Ja? Also ich will's ja nicht die Schweiz spielen, ne, also. Aber die Uhrzeit. Ja, lass mich wenigstens noch zu Hause ankommen. Ja gut, ich wollte es nur erwähnt haben. Ja. Also ich bin zu Hause angekommen. Just in time, wollte ich mal, ne? So, was haben wir denn jetzt an Keratin hier? 63 plus 7 macht 70, ne? Ja, richtig. Meine Fresse, kann ich. Oh, ich häng schon wieder an der
Schildkröte fest. Ist doch also. Aber du hast recht, das mit dem Folgen. Die fliegen jetzt in das in mich rein quasi, wenn ich stehen bleibe. War früher ein bisschen die, besser. Die kommen richtig nah ran, also. Ja, quasi teilweise sogar einen Tacken vor mir. So, wo ist denn jetzt? Wo soll das Hydra, das Kreatin rein tun? Mortar und Pesto. Okay. Oder wie Hotze es so schön zu sagen pflegt, Porter und Mestel. Ja, Porter und Mestel. Ja, ich sehe die Brücke! Und den Spinosaurus und ein T-Rex und ein Stegosaurus. Und Rudolf. Ne, den sehe ich nicht. Liegt vielleicht an einer fehlenden roten Nase. Naja, Kinder, ihr wisst Bescheid, ne? Das war alles nur eine Lüge. Was, Rudolf war Nalki? Ja, sowieso. Also, wenn ihr hochguckt, müsstet ihr mich vielleicht schon sehen. Oh, ich sehe da einen T-Rex laufen, da sitzt wahrscheinlich jemand von euch drauf. Warte mal, ich das wird wohl ich sein. Hoch. Ich sehe eine Decke. Echt? Das ist natürlich kontraproduktiv. Von wo kommst denn du? Über dem Wald. Ach, also da. Quasi jetzt direkt von oben sozusagen. Aha, ich sehe die Schatten. Ich sehe noch nichts komisches. Ich muss mal die Steinschleuder rausholen. Ah da, jetzt sehe ich sie auch. Kann ich denn schon was sehen? Ah, ich sehe einen T-Rex. Wo war denn der T-Rex da? Da springt gerade jemand runter. Das ist der Hotte. Hä? Warte mal, ich hole mal eben das Sniper raus. Witzig. Haha. Warte mal, ich habe da noch Trank Arrows hier, ne? Ja, genau. Komm. Also Keratin zu farmen ist echt schwer. Ja. Ja, das ist ein Mammut. Was bringt so ein Mammut an Keratin eventuell? Testen das wir gleich mal, was? Weiß ich nicht. Keratin ist aber generell leichter eigentlich. Das teste ich in der Aufnahmepause mal. Was ist jetzt schon wieder los hier? Was hier los? Gilt im Pulminus. Das konnte ich jetzt. Was? Ein Skorpion bei uns? Kommt der her? Also. Ich hab gerade die Landung angesetzt und. Jetzt haben wir wieder einen Haufen Saurier. Und ich darf meine armen Kleinen da wieder rausfischen. Ich weiß nicht, ich weiß. Ey, warum folgt ihr? So, ich park den schon mal hier. Ah ne, Rampage hat das gar nicht mitgekriegt. Und Gürtli hat das auch nicht mitbekommen. Ihr seid nett, ihr seid lieb, ihr seid cool. Ich mag meine Tiere. Ja. Ich häng. Alter, lass den Scheiß, ey. Hilfe! Was machst du denn da? Ich will hier weg. Ich komme hier aber nicht weg. Ja, so. So. Ich wollte eben die Scheiße hier leer räumen. So, könntet ihr mal? Hallo? Hey, Evil Knievel. Hallo. Oh, was einkaufen? War einkaufen, ja. Zu schwer! Ja. Also meiner sieht auch leicht überladen aus, irgendwie so vom Bewegungsablauf her. Ja, das war der letzte, der kam. Auf den musste ich die ganze Zeit warten. Musste ich die ganze Zeit... Das meint er nicht so. Doch, genau so meine ich das. Voll, dafür bewegt er sich jetzt nicht mehr. Ja, das wundert mich nicht bei dem, was er zugeladen hat. Wer nimmt das denn jetzt gerade da raus? Ich, jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. Verdammt. Hotze, ich schmeiß mal Metall runter. Obwohl, jetzt müsste er schon landen können, ne? Ja, kann er. So, das Rind. Das Rind. In den
Disable following the last erstmal einen Kilometer weit weg. So, hat denn Air Berlin jetzt noch was drin? Nein. Habe ich schon was rausgenommen gehabt. Legolas ist da. Hä? Legolas ist leer. Alles klar, dann fehlt noch Evil Knievel. Genau. Der ist jetzt auch leer. Alles klar, dann schauen wir mal, was die Beute war. Mach's mal rein hier. Also es war nicht wenig. Ich kann mich gerade nicht mehr bewegen. 197 Metall sind zu schwer für mich. Dann gib mir das Zeug. Ja. Ja, teil auf. 197 krieg ich geschleppt, das ist nicht das Problem. Wo ist denn da? Vertu dich nicht. Guck, ich hab, also ich bin kein Schnellläufer mehr, aber... So, ich schmeiß mal das Sparkpowder hier rein. Oh ja, haben wir doch einiges gekriegt. Werte Zuschauer, was haben wir denn jetzt hier? Oha, na das sieht doch gut aus. Ja, ich war ein bisschen einkaufen. 2, 4, ich würde mal sagen jetzt 800 ungefähr. Ganz kurz, 2, 4, 6, 8, ja, kommt hin. Hat sich gelohnt. Jojo. Ja, haben wir jetzt erstmal was? In der Pause werden wir das jetzt braten, einschmelzen. Und dann mal schauen, was ich glaube, das dauert länger als die Pause. Da müssen wir 3 Pausen mit beschäftigt sein. Ja, ich wollte mal kurz gucken, was dann Mammut dann bringt, wenn du es erledigt hast an Keratin. Eben, und das in der Zeit können wir ein bisschen Das ist meine Pausenbeschäftigung. Ja, ja gut. Ein bisschen Sparkpowder herstellen und dann ja, also ihr werdet hier wohl nichts verpassen und wenn, hauen wir auf die Aufnahmetaste. Ja, ist nichts Wichtiges. Protze haut da auch gerne mal zwischendurch rauf, wollte ich nur mal so erwähnt haben. Wir können starten in 3, 2, 1. Och, jetzt habe ich die Aufnahme beendet. Ist ja gut. Ja, so ist das. So ist das. Und kann passieren, anders. Kann passieren. So ist er, unser Haus. Aber jetzt sollten wir die Aufnahme wirklich beenden und auf Wiedersehen sagen. Ne? Wir haben ja keine Zeit. Ja, Protze, nicht, dass du jetzt die Aufnahme startest. Ne? Also bis morgen. Ja, bis die Tage. Tschüss. Und tschüss.